Achso, ich habe auch natürlich noch weniger Hightech gekauft. Ein Gartenschüppchen. Weil sie ja ihr altes verbogen hat beim Unkraut ausgraben. Und ich vermute mal, das wird irgendwann abbrechen. Ja, heute ist der 27.05., der 27. Mai 2011. Es ist Freitag. Genau, Freitagsthema. Und ja, das Wetter ist jetzt nicht wirklich schlecht. Die Sonne scheint zwar momentan nicht. Also sie scheint schon, aber es sind ein paar Wolken draußen. Und das wäre mal gut, wenn das dicke Wolken werden, weil trotz allem Wässern, was wir hier schon seit Tagen machen, also ich weiß nicht, ob man es im Display sehen kann, nicht die großen Flecken, da habe ich mit dem Dünger verbrennt. Aber der Rasen wird trotz allem Wasser einfach schon trocken. Und ich sag mal, gestern haben wir 4 Stunden insgesamt Wasser draufgeknallt. Ja, mehr geht irgendwann nicht. Also die Gewitter mal nicht immer rüberziehen, sondern mal anhalten und dann weiterziehen. So, heute Morgen wird Prinzessin Schnuffel ganz dekadent zum Bahnhof gefahren. Ja, weil ich noch was besorgen muss. Ja, ihr könnt euch fast denken, wo ich bin, ne? Ja, weil die Anna braucht nämlich nur eine Rosenschere, weil die Büsche von unseren Nachbarn natürlich wieder tierisch bei uns rüberhängen. Und diesmal sind sie alle verlaust und gestern habe ich hier schon Entläusungsmittel gekauft, auch für Obst und Gemüse, weil die fressen unsere Erdbeeren. Und heute will die Anna anfangen wegzuschneiden und die hat ja ihre andere Rosenschere kaputt gemacht. Alter, da wollte man nur eine Gartenschere kaufen. Ja, Mission erfüllt. Hightech-Schere für Diana kaufen. Habe ich gemacht. Sieht so aus. Sieht nach Tech aus. Sind Umschalter dran. Alter, Sicherungshebel. Ja. Und das Coole, ich komme damit zur Kasse. Guck die Kassiererin. Mit der Schere macht es richtig Spaß zu arbeiten. Wollte ich auch erst nicht glauben. Habe ich selber zu Hause. 2 Stück. Sag ich, okay. Bringt nichts, hat sie gesagt, wenn man sich billiges Werkzeug kauft. Dann macht das Arbeiten keinen Spaß. Nun gut. Jetzt hat die Anna mächtig viel Freude bei der Arbeit. Ich glaube, das ist die teuerste Gartenschere, die man kaufen kann. Aber die ist halt aus Aluminium und hat noch Power zuschaltbar. Mal gucken. Aber Gardena ist cooler, 25 Jahre lang Garantie. Eigentlich bin ich ja ganz produktiv. Aber einfach noch nicht zufrieden, weil ich müsste ja eigentlich mal die erste Folge auf dem Technikkanal produzieren. Also kurz so als Hintergrundinfo. Ich hatte den ja irgendwann letzte Woche oder so angekündigt. Und ich habe auch für die erste Folge schon 3-mal komplett alles aufgenommen. Und 3-mal hat es mir nicht gefallen. Ich bin dazu übergegangen, ein Skript dafür zu schreiben. Ist halt was anderes, ob man einen Vlog macht oder tatsächlich direkt was auf den Punkt produzieren will. Ich wurde gerade aus dem Keller hochbeordert, weil der Sachbearbeiter fährt die Anna nach Hause und sie hat beschlossen, dass sie mich ihm mal vorstellen wollte oder andersrum. Also bin ich aus dem Kellerloch. Mal gucken, wann sie kommt. Alter, ist das Schnuffel fleißig. Jo, das Freitagsthema. Diese Woche kann es hier nur noch ein Thema geben. Naja, falsch. Eigentlich könnte es 3 Themen geben. Also es könnte mit Sicherheit eine Nase voll Koks und Nutten geben. Aber mit Sicherheit. Naja, aber das hat mich nie aufgeregt. Das hat mich einfach nur zum Schmunzeln gebracht. Vor allem, dass eben dann das Rausreden von Ergo da anfing. Dann hätte natürlich, sag ich mal, der Grimmels Jöcken auf Island, ich hoffe, so heißt der Vulkan, jetzt zum Aschermonster bringen können, aber das war ja auch eher ein bisschen kleines Dreckschleudern. Da hat sich, sag ich mal, eher unsere Luftsicherheit zum Löffel gemacht. Ja, und dann eben die 4 Buchstaben, die EHEC, auch in den Medien EHEC genannt, die EHEC-Krankheit, die gesamte westliche Welt quasi in den Abgrund hätte reißen können. Aber glücklicherweise haben wir jetzt rausgefunden, es waren die Gurken aus Spanien. Ob die allerdings in Deutschland infiziert wurden oder schon in Spanien, weiß man nicht. Aber
die Presse wird es uns erklären, ne, dass diese Spanier, was war die schlimmste Schlagzeile heute? Ach ja, Ehek ist ein Spanier. Falsch. Ehek ist in jedem von uns, zumindest seine Verwandten, nämlich die ganz normalen E. coli-Bakterien, beziehungsweise Ehek ist auch eine E. coli-Bakterie, also Escherichia coli. Blöd, wenn sie auftaucht oder wenn dieser Stamm auftaucht, weil den vertragen wir nicht und da gibt es dann halt Durchfall und Erbrechen. Dummerweise auch Blutung und da muss ich mich übrigens korrigieren. Ich hatte am Mittwoch gesagt, dass E. coli-Bakterien für Cholera verantwortlich sind. Das ist falsch. Die Cholera hat ihre eigenen Bakterien, nur von der Wirkung her ist es quasi das gleiche, Durchfall und Erbrechen. Und beides wird auch gleich behandelt normalerweise, sprich mit Antibiotika. Und genau da hatten wir halt das Problem, dass dieser Ehek-Stamm hat die Eigenschaft, sich sehr, sehr schnell an Breitbandantibiotika anzupassen. Das liegt unter anderem auch daran, dass wir viel zu viel Antibiotika zu uns nehmen. Ne? Also da ist ja die kleinste Infektion und schon gibt es Antibiotika bis zum Abwinken. Am allerschlimmsten die Leute, die hier auch noch Shrimps essen. Wenn man hier mal gesehen hat, wie die da in Südostasien in den ehemaligen Reisfeldern, in diesen stinkenden Tümpeln da die Krebse da oder Krabben züchten und dann anschließend eimerweise Antibiotika da reinschütten. Tja, kein Wunder, dass inzwischen fast jedes Bakterium, mit dem wir irgendwie zu tun haben, antibiotikaresistent ist. Viel schlimmer haben es ja wieder unsere Medien getrieben. Die es eigentlich besser wissen sollten und den Leuten halt tatsächlich sagen, Folgendes ist. Ja, und auch unsere Medien, die es hätten besser wissen sollen, sprachen von zum Beispiel dem Ehek-Virus oder das Killer-Virus aus den Lebensmitteln oder irgendwie sowas. Also sie hätten eigentlich wissen sollen, dass es sich eben nicht um ein Virus handelt, sondern eben um ein Bakterium. Ehek ist auch keine eigene Krankheit, wie gesagt, es ist halt ganz normale Auswirkungen von Escherichia coli-Bakterien. Die Leute haben in, sag ich mal, ihrer Suche nach Wissen, haben sie natürlich in Suchmaschinen Ehek und Virus eingegeben. Das krabbelte in den Suchstatistiken nach oben. Ja, und so schaffte es das Wort Virus auch in die Zeitung. Und eindeutig falsch, also faktisch falsch. Ja gut, faktisch falsch ist auch dann, dass es diese eine Krankheit, diese eine Killerkrankheit ist. Nur mal so zur Info. Lustigerweise ist das Escherichia coli-Bakterium, also das E. coli-Bakterium, in all seinen Stämmen, ist das besterforschteste am besten erforschte Lebewesen auf unserem Planeten. Das ist besser erforscht als wir selbst. Und dieser Ehek-Stamm, der ist nicht neu und plötzlich, weil er neu ist, können wir uns nicht gegen wehren. Den kennt man seit 1977. Das Dumme ist eben nur, der taucht normalerweise nicht auf und er passt sich halt schnell an Antibiotika an. Aber irgendwie kam es unserer Presse wieder recht. Es zeichnet sich ab hier, Asche wird nicht so geil, Fukushima ist auch nicht so, aber hier krass. Vergiftung in Lebensmittel kommt ja immer gut, vor allem wenn man nicht weiß, woher es kommt. Lieber erstmal ein bisschen Panik machen. Die Leute stehen und sagen, oh nee, frische Lebensmittel. Das heißt immer, wir sollen Bio essen und jetzt halt irgendwelche Bio-Lebensmittel bringen uns um. Ja, das ist doch eine total verkackte Art und Weise, diese Meldungen rauszupacken. Ne? Wenn ich so überlege, was so der ein oder andere YouTuber vom Stapel gelassen hat, das war ungefähr Bild-Zeitung-Niveau mit von wegen, auf gar keinen Fall irgendwas essen und vor allem, was dann rauskam, ja, dann nur eingefrorenes Essen, ja, auch das war falsch, weil einfrieren überlebt dieser Bakterienstamm schon. Ja, kochen bei 80 Grad, das hätte, glaube ich, gereicht. Auch die Sache mit dem Händewaschen hat auch nur bedingt funktioniert. Auf frischem Zeug war es trotzdem drauf. Also insofern,
Ja, es sah wieder aus, als würde so eine zweite Vogelgrippen, Schweinegrippen-Hysterie geben. Fehlte nur, dass irgendwer irgendwelche Impfdosen hätte bestellen wollen. Ja, kurz, wer für die Leute, die es wissen will, wenn Antibiotika nicht anschlägt bei diesen Bakterien oder wenn man halt Antibiotika schon drüber ist, dann hilft nur noch eins, Blutwäsche oder Eiweißaustausch. Ja, also es zeigt sich halt wieder, dass das statt vernünftig zu berichten, um den Leuten ein umfassendes Bild zu geben, sind die einfach nur auf Sensation aus und ob sie eine Panik damit auslösen oder nicht, das ist nämlich den Nachrichtenmedien vollkommen egal. Und ich weiß, also ich reibe mich da jedes Mal dran, aber ja, ich finde das langsam echt verantwortungslos. Also als ich diesen Hype um Ehek mitgekriegt habe, oder am Dienstag oder am Mittwoch, als es dann richtig heiß wurde, habe ich mich auch an den Kopf gefasst. Ja gut, ich sag mal, dass das Internet halt manchmal ein bisschen überreagiert, das reagiert sehr schnell, reagiert sehr laut und ist dann durch. Aber dass unsere, sag ich mal, klassischen Medien das genauso machen und echt verantwortungslos mit wichtigen Themen umgehen, ja, finde ich auch, also nicht in Ordnung. Und vor allem, was sie alles verbreitet haben. Immer zwar mit dem, ja, man weiß eigentlich nicht, aber, ne? Kein guter Stil. Und vor allem Lebensmittel, langsam sind wir komplett durch. Echt übel. Und jetzt, um noch einen draufzusetzen, nachdem wir wissen, okay, es sind spanische Gurken gewesen, eröffnen die mit Schlagzeilen wie Ehek ist ein Spanier. Ey, hallo? Ne, jetzt auch noch auf diese platte Art und Weise. Ne? So von wegen, was habe ich schon alles gelesen? Ja, sämtliches spanisches Gemüse sollte mal kontrolliert werden, weil die Spanier kontrollieren ihr Gemüse nicht. Es ist doch Quatsch. Die kontrollieren ihr Gemüse genauso gut oder schlecht, wie es bei uns kontrolliert wird. Mal Hand aufs Herz. Ich weiß, eine ganze Menge Leute, inklusive uns, kaufen Biogemüse. Ich weiß, einige kaufen sogar auf dem Bauernmarkt oder kaufen direkt vom Bauern. Was glaubt ihr denn, wer das Gemüse kontrolliert hat? Ne? Und dich dann hinzustellen und sagen, ja, die Spanier, das wussten wir ja schon immer. Ja, was nächste? Wäre es doch Portugal gewesen, dann wären es halt die Portugiesen. Die haben ja ihr Lebensmittel noch nie kontrolliert. Ne? Ist Quatsch. Die Länder kontrollieren die genauso wie wir oder nicht. Tja, und da kann halt schon mal was durchrutschen. Und vor allem, ich möchte wissen, was all diese Blätter schreiben, wenn sich rausstellt, dass die Gurken doch in Hamburg verseucht wurden. In diesem Sinne, keine Panik und nächstes Mal erstmal Beiflach halten. Die Anna hat ja schon gut aufgeräumt, aber ich zeige euch mal was Ekliges. Das da sind alles Läuse. Und da gibt es hier 3-4 Büsche von. Und die stehen ausgerechnet über unseren Himbeeren. Eine Blattwanze. Viehzeug in den Garten, Schnuffel. Ich bin gar kein Viehzeug, ich sag nicht so gemeine Sachen zu mir. Nein, aber die Blattwanze ist Viehzeug. Ich hab gesagt Viehzeug im Garten, Schnuffel. Viehzeug, also Viehzeug. Ne Schwein. Ne Schwein. Hallo. Ist halt so richtig, Was? Bin ich damit nicht zufrieden. Wieso? Na, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das den Winter standhält. Muss mir was zeigen. Da. Die ist ja schon ganz rot. Darf und ich mal? Da. Die habe ich nämlich umgedreht. Die und könnten da. Mal gucken, mal Schatz. Nee, die hat. Ich habe die doch gestern schon mal umgedreht, damit ja, aber es die da wird noch sich wieder ist. Umdrehen. So, Hörspielkino hat wieder eröffnet. Und deswegen sage ich tschüss. Der Schnuppel. Tschüss. Tschüss.
Alberner Chinofilm. Okay, wir sehen uns morgen. Tschüss.